Wir haben Kinder aus allen Ecken Palästinas. Und jeden Tag werden es mehr. Mein Ziel ist es, diese Kinder zu erziehen und ihnen Hoffnung zu geben. Miral, wie schön, dass du da bist. Sie wird sich hier wohlfühlen. Mach dir keine Sorgen. Miral, du kommst zu spät. Einige von euch werden schon gehört haben, dass es einen Aufstand gibt. Man nennt den Intifada. Das bedeutet Aufbegehren. Wir leben im Paradies, aber unser Volk kämpft jeden Tag gegen diese Scheiße. Scheiße? Was ist das für eine Ausdrucksweise? Ich kann deinen Zorn verstehen, aber du musst deine Gefühle zügeln. Wir können nicht auf eigene Faust handeln. Ohne Geschlossenheit erreichen wir nichts. Ich fühle mich nutzlos. Ich würde so gern etwas bewegen wollen. Ich habe das schon mal mitgemacht. Unsere Familie ist daran zerbrochen. Solltest du Probleme bekommen, merk dir, du bist 17 und israelische Staatsangehörige. Was machst du hier? Ist dir nicht klar, wer er ist? Er ist ein Patriot. Wir suchen nach Miral Shahin. Sie können sie nicht mitnehmen, sie ist noch ein Kind, sie ist keine Kriminelle. Hilfe! Sieh dir das Bild nochmal an. Wo ist er? Ich sag doch, ich kenne ihn nicht. Du bist nicht sehr kooperativ. Nach allem, was dein Vater für dich getan hat, musst du ihm so wehtun? Lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel. I'm still risen king of Jesus.